Hallo meine lieben MyQ-Tuber. Hier seid ihr mal wieder bei uns auf dem Hof. Heute Abend steht hier ein ganz besonderes Ereignis an. Die Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks wird auf dem Hof sein. Ich möchte auch hervorheben, dass wir uns sehr darüber freuen, dass Sie nach dieser Kampagne, die uns Landwirte sehr getroffen hat, doch sich die Mühe machen, auch die Menschen kennenzulernen, die damals halt so getroffen reagiert haben auf diese Kampagne. Diese Mühe macht sich nicht jeder Politiker, der vielleicht mal irgendwo was gemacht hat, was nicht so positiv angekommen ist. Und das müssen wir Ihnen wirklich sehr hoch anrechnen. Ich habe damals dieses Video für MyQ-Tube gemacht zu den Bauernregeln. Das war schon ein paar Tage, nachdem die veröffentlicht worden sind oder nachdem es publik wurde, dass diese Kampagne so gestaltet werden soll. Es hat auch ein paar Tage in mir gearbeitet, bis das dann so herausgekommen ist. Und ich bin dann einfach spontan mit meiner Kamera auf den Hof gegangen, habe ein paar Impressionen eingefangen und dann stand ich vor dem Melkstand, vor unserem Hofschild zum Milchlandpreis, wo wir vor anderthalb Jahren ausgezeichnet worden sind für besondere Nachhaltigkeit als einer der besten Betriebe in Niedersachsen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich in dem Moment ja noch wert, dieser Preis, wenn doch das alles so schlecht zu sein scheint, laut dieser Bauernregeln. So ist dieses Video entstanden und das Bundesministerium ist halt darauf aufmerksam geworden. Und hier können wir heute dann halt zeigen, wie gut die intensive konventionelle Landwirtschaft ist, welche Regelungen jetzt schon alle gelten, die wir befolgen natürlich und die auch für die Umwelt und für das Tierwohl für uns das Tierwohl und der Umweltschutz ja schon sehr im Vordergrund stehen. Und das ist ja auch insofern, wir sind halt hier jetzt in der sechsten Generation. Wir wollen natürlich gerne auch den Hof an die nächste Generation weitergeben. Und deswegen ist es natürlich uns auch ein höchstes Anliegen, dass wir nachhaltig arbeiten.